Hallo, ich bin Jurek von Players Garden und möchte euch heute die PC Games von November 1992 vorstellen. Das ist die zweite Ausgabe der größten PC-Spielezeitschrift im deutschen Markt und gehört zum Compotec Verlag. Gründungschefredakteur Christian Müller, der lange Zeit für den Compotec Verlag gearbeitet hat, geht in seinem Vorwort auf ein paar interessante Punkte ein, wie ich finde. Zum einen sind schon damals 25 neue PC-Spiele pro Monat auf dem Markt erschienen, jedoch waren Spieltitel sowie Erscheinungstermine genauso ungewiss wie heutzutage. Ich sage nur Duke Nukem. Und wie es für die frühe Zeit der PC-Games üblich war, hat man versucht, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Der geneigte Leser wird von Christian animiert, Spiele doch mal ohne Cheats und Komplettlösungen zu bewältigen. Auf der linken Seite sieht man ein schönes Beispiel für Spielewerbung der damaligen Zeit. Sogar mit Adressen für Distributoren für den Fachhandel. Das zeigt, dass sich damals der Vertrieb von PC-Spielen erst entwickelt hat. Da ich nicht auf alle Artikel eingehen werde, habe ich ein paar Links gesetzt, damit ihr euch in Ruhe das durchlesen könnt, was euch am meisten interessiert. Außerdem sollte in der Videobeschreibung neben all den informativen Links auch noch der Link zum PDF dieser Ausgabe stehen. Das ist jedoch leider über 300 MB groß, da ich so schlau war und es mit 300 dpi eingescannt habe. Der neue T-Bird. Wahnsinn. Nun ja, mein erster PC war ein 486er DX2 und der hatte satte 66 MHz. Aber dafür noch kein CD-ROM-Laufwerk. ECTS steht für European Computer Trade Show und war das Gegenstück zur E3 von 1989 bis 2004. Die Fachmesse diente nicht nur zur Präsentation von Spielen für die Spieler, sondern galt auch als Austauschpunkt für Entwicklerteams untereinander. So hat man dort auch Kooperationspartner zum Beispiel gefunden. Neben Präsentationen für Spiele, wie zum Beispiel ein Autospiel mit realistischem Fahrgefühl, sieht man offensichtlich, waren auf der Messe auch Programmierer. Ja genau, Menschen, die diese Spiele entwickelt haben und nicht nur die Marketingabteilung samt Hostessen, wie es heutzutage auf den Messen üblich ist. Und irgendwie ließ sich der Text zum Printshop Deluxe wie eine gut platzierte Produktinformation, oder was meint ihr? Naja, von irgendwas müssen die lieben Mitarbeiter auch bezahlt werden. Und hier nun eine Unternehmensvorstellung. Blue Byte. Ach, was waren das für Zeiten, als deutsche Spieleunternehmen noch international mithalten konnten. Neben Battle Isles und Siedler 1, was göttlich war, gab es noch andere erfolgreiche Spiele in den frühen 90ern aus Mülheim. Tja. Schade, dass Deutschland nun nur noch ein Spieleödland voller stumpfer Browser-Game-Studios ist. Das Spiel des Monats. Einer meiner Lieblingsartikel, auf die ich mich jeden Monat echt gefreut habe. Zwar habe ich dieses Sherlock Holmes-Spiel nie gespielt, jedoch weiß ich, dass es damals sehr gute Grafik und sogar Sprachausgabe hatte, also synchronisierte Passagen im Spiel. Das war schon echt etwas Besonderes. Und ein kleiner Tipp, auf abadonia.com kann man sich das kostenlos herunterladen. In der Videobeschreibung ist dahin auch noch ein Link. Nach der Bewertung des Spiels des Monats fragt man sich natürlich, wie sich diese Punktzahl eigentlich zusammensetzt. Und da Transparenz gut ist, hat sich die PC Games Redaktion gedacht, hey, sagen wir unseren lieben Lesern doch einfach, wie wir bewerten. Ich finde das super. Schaut euch mal an, was damals wichtig war. Fragen wie, wird EMS-Speicher benötigt oder welche Soundkarte wird unterstützt, haben uns Spieler damals beschäftigt. Das ist nun dank vieler Standards nicht mehr notwendig. Origin. Euch kommt der Name eventuell bekannt vor, denn EA hat die Namensrechte vor einigen Jahren gekauft und daraus einen Steam-ähnlichen Service aufgebaut. Jedoch war das früher eines der besten Spieleunternehmen auf unserem Planeten. Angeführt wurde es von Lord British, aka Richard Garriott. Dieser spieleentwickelnde, weltraumreisende Millionärsexzentriker lebt in einer Burg mit Geheimgängen und Ritterrüstung und hat damals eine der besten Rollenspielserien ever produziert. Die Ultima-Reihe.
Legend of Kyrandia, ein reinrassiges Adventure-Spiel. Heutzutage gibt es nur noch wenig dieser Art. Wo früher Monkey Island, Sam & Max, Day of the Tentacle in aller Haus gespielt wurde, kommen nur noch wenige Titel dieses Genres heraus. Aus letzter Zeit ist mir nur noch Book of the Unwritten Tales bekannt. Meine Frau hat da allerdings echt Tränen gelacht. Von dieser Adventure-Serie, Legend of Kyrandia, kenne ich nur noch den dritten Teil. Der hat mir Spaß gemacht, obwohl er wirklich hart war. Und wenn ich hart sage, dann kann man das wirklich zu fast allen Spielen von damals sagen. Sie waren einfach schwerer als die heutigen Mainstream-Games. Magazincover ziert es, eine Demo gab es per Diskette dazu, Goblins. Ein weiteres Adventure-Highlight der damaligen Zeit. Witzig, bunt, chaotisch und unvergesslich. Ich finde ein Klassiker, den man jetzt noch spielen kann. In jedem gut geführten Online-DOS-Spiele-Shop gibt es ihn für wenig Geld zu kaufen. Da bin ich echt gerade im Überlegen, ob ich mir die Packung Goblins nach dieser Aufnahme gebe. Wem das bis jetzt noch nicht ganz bewusst ist, wir sind gerade im Jahre 1992. Da gab es noch kein Internet für jedermann und somit musste man auf die Tipps und Tricks der PC-Games bauen. Wenn du also nicht weiterkamst, keine coolen Kumpels hattest, die nächtelang vor ihrem PC saßen und PC-Spiele gespielt haben, dann war das der einzige Weg weiterzukommen. Diese Abhängigkeit zu PC-Games war schon wirklich erschreckend, muss ich sagen. Und ich habe keine Ahnung, wer sich da in der Zeitung Notizen gemacht hat. Duell im Netz. Dieser Artikel behandelt das Thema Netzwerkspiele und damit ist wirklich das lokale LAN, LAN gemeint. Zwar konnte man 92 auch schon mit einem Modem spielen, aber das war für den deutschen Markt schon etwas echt Besonderes und nicht wirklich üblich. Richtige Internetspiele kamen erst so gegen 95 mit AOL, einem Internetdienstanbieter, an den Start. Da habe ich dann auch schon mal als 14-Jähriger 400 D-Mark Telefonrechnung gehabt. Meine armen Eltern. Die Soundkarte. Damals musste man sich noch extra Soundkarten in den PC einbauen. Auf dem Motherboard gab es sie einfach nicht. Und Standard waren sie auch nicht, das kam erst mit den Jahren. Echt abgefahren. Und der junge Herr mit dem Zopf ist ein Pionier der deutschen Spielemusik, Roger Goede. Ich hatte erst vor kurzem Kontakt mit ihm und erfahren, dass er jetzt als Musiker inklusive Gesang sein Geld verdient. So schaut er übrigens heute aus. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu seiner Website. Oh Mann, die Leserbriefe, immer wieder ein Highlight in der PC Games. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Gibt einiges zum Lachen. Ein kleiner Auszug. Der CD wird ohne Zweifel die Zukunft gehören. Auch die meisten Software-Schmieden werden auf CD produzieren. Brauchen Sie doch keine Angst mehr vor den bösen Raubkopierern haben. Wer opfert schon eine komplette Festplatte für die Kopie eines Spiels? Lies sie euch durch, echt super. Und hier kommen wir zu den aktuellen Charts des November 92 der Spielezähne. Auf Platz 1 der Patrizia. Mann, habe ich dieses Spiel gesuchtet. Dank des Kopierschutzes kannte ich sogar alle Hanseflaggen auswendig. Oh mein Gott. Platz 2 Monkey Island 2. Traumhaft schönes Spiel. Platz 3 Indiana Jones 4. Wuhu! Da gab es schon Teil 4 von 92, Teil 4 von Indiana Jones, ein super Adventure. Platz 4, das schwarze Auge, auch ein super Rollenspiel made in Germany. Ich sag's ja, damals kamen die coolen Spiele auch aus Deutschland. Platz 5, Airbus A320. Platz 6, Civilization von Sid Meier, kennt bestimmt jeder, gibt es jetzt schon 1000 Ableger, aber Teil 1 war echt genial.
Platz 7, Wing Commander 2. Das war ein echt cooler Weltraumshooter mit Film-Zwischensequenzen. Absolut abgefahren. Platz 8, Bundesliga Manager Professional. Das ist nur in Deutschland möglich. Also diese Manager-Spiele irgendwie. Platz 9, Falcon 3.0 und die süßen Lemminge auf Platz 10. Tja, diese Liste zeigt uns, dass damals weder Shooter noch Echtzeitstrategiespiele oder MMORPGs auf den Top-Rankings lagen. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass es sie noch nicht gab, beziehungsweise Rollenspiele, Wirtschaftssimulationen und Adventures den deutschen Spielemarkt dominiert haben. Als nächstes kommen wir in den Bereich Preview. Hier wurden Spiele von der Redaktion vorgestellt, die sie selbst aber noch nicht testen konnten. Lust auf mehr Informationen in kommenden Zeitschriften haben diese Artikel auf jeden Fall gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie die Spielemagazine heute aufgebaut sind, aber für mich war die letzte Seite mit der Vorschau immer super interessant. Die habe ich mir immer bis zum Schluss aufgehoben und gehofft, dass ein für mich interessantes Spiel dort dann angeteasert wird. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Meine Motivation, ein weiteres Video zur nächsten PC Games, wird wohl von dieser Anzahl abhängig sein. Und wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, haut einfach einen Kommentar unter das Video und ich werde bestimmt antworten. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Jurek von Players Garden.